Wir schauen, meine Damen und Herren, jetzt erst einmal ganz kurz auf die nächtliche Stimme der Kanzlerin. Wir haben dann beim Abendessen jetzt mehrere Stunden das Thema Migration und Flüchtlinge diskutiert. Hier haben wir aufgebaut auf den Schlussfolgerungen, die wir im April getroffen haben. Wir haben die gesamte sozusagen Dimension noch einmal intensiv diskutiert und haben uns entschieden, dass wir für 60.000 Menschen Hilfe geben wollen, dahingehend, dass es eine Umverteilung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt, auf freiwilliger Basis, an der sich aber alle Mitgliedstaaten beteiligen wollen. 60.000 Menschen setzen sich zusammen, einmal aus 40.000 Menschen, die sozusagen angekommen sind, zum Beispiel in den Ländern Italien und Griechenland über das Mittelmeer, und die dann verteilt werden sollen, wie gesagt, auf freiwilliger Basis. Und weiteren 20.000, die durch Bürgerkriege zum Beispiel vertrieben sind und die wir sozusagen von außerhalb der Europäischen Union aufnehmen wollen, wie Deutschland das zum Beispiel schon mit vielen Tausenden syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen gemacht hat. Die ganze Diskussion war deshalb sehr umfänglich, weil wir die gesamte Dimension hier noch mal beleuchtet haben, auch die unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen Mitgliedstaaten. Und wir haben auch die verschiedenen Flüchtlingsrouten noch mal intensiv diskutiert. Und ich glaube, das war eine sehr wichtige und auch notwendige Diskussion. Wir haben dann uns mit der Frage auch befasst, wie können wir Fluchtursachen besser bekämpfen und wie können wir es schaffen, dass auch die Kooperation mit den afrikanischen Partnern besser wird, wie können wir unsere Entwicklungshilfe besser einsetzen. Und hier haben wir noch mal verwiesen auf den Gipfel, den wir mit den afrikanischen Staaten dann auf Malta haben wollen im Herbst, dem wir auch entscheidende Bedeutung beimessen. Das waren die Diskussionspunkte, von denen ich glaube, dass sie berichtenswert heute sind. Dann Ihre Fragen, Herr Lahnig, bitte, hier in der zweiten Reihe. Frau Bundeskanzlerin, zum Thema Griechenland. Heute Nachmittag haben Sie gesagt, dass der Rat, also die Staats- und Regierungschefs, sich nicht einmischen wollen in die Verhandlungen, die dann am Samstag von den Finanzministern geführt werden. Aber was ist denn in dem Fall, in dem es am Samstag bei diesen Verhandlungen nicht weitergeht? Können Sie sich vorstellen, auch dass Sie ganz persönlich sich dann nicht einmischen werden? Ja, wir haben uns immer wieder in gewisser Weise eingemischt. Deshalb haben wir am Montag einen Rat gehabt. Und ich habe ja auch zusammen mit dem französischen Präsidenten eine Vielzahl von Gesprächen mit dem griechischen Ministerpräsidenten geführt. Das wird sicherlich auch weitergehen. Was wir nicht können als Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat, ist, uns in die technischen Verhandlungen mit einzumischen. Das ist auch vollkommen klar. Der Vorsitzende der Eurogruppe hat heute noch mal darauf hingewiesen, dass selbst die Finanzminister auf die Zuarbeit von Fachleuten angewiesen sind. Und man muss sich das ja so vorstellen, dass Griechenland mit den drei Institutionen arbeitet, dass dann die Finanzminister sich auch die ganzen Finanzierungsgrundlagen anschauen und dass da sehr viel technische Arbeit geleistet werden muss, um herauszufinden, welche Maßnahme hat welchen Effekt. Und das können und werden die Staats- und Regierungschefs nicht tun, sondern sie können nur den politischen Willen bekunden, dass wir möchten, dass die Finanzminister in der Eurogruppe zusammen mit den drei Institutionen und Griechenland eine Lösung finden. Und dieser Wunsch ist heute doch sehr klar artikuliert worden. Herr Krause da hinten. Ihr Finanzminister hat heute Nachmittag in der Eurogruppe das von den Institutionen vorgelegte Papier ziemlich deutlich kritisiert als zu weitgehend. Sie sollen gegenüber unter anderem Herrn Draghi gesagt haben, dass Sie das Papier der Institutionen mittragen würden. Und da ich nicht gern auf Hörensagen angewiesen bin, würde ich gern von Ihnen wissen, ist das Papier der Institutionen eins, das Sie für eine tragfähige Grundlage halten, für eine Einigung mit der Regierung Griechenlands, oder teilen Sie die Kritik Ihres Finanzministers? Also ich möchte auch nicht aufs Hörensagen hingewiesen werden. Ich habe mit meinem Finanzminister Wolfgang Schäuble heute telefoniert. Er hat mir berichtet über die Diskussionen und er hat darauf hingewiesen, dass
die Position der drei Institutionen dort vorgelegt wurde. Er hat das nicht weiter spezifiziert. Er hat nur gesagt, dass es noch eine Reihe von Fragestellungen auch seitens der Finanzminister gab, insbesondere zu den Finanzierungsnotwendigkeiten, die sich daraus ergeben. Und hat darauf hingewiesen, dass von Seiten Griechenlands noch mal kurzfristig immer wieder neue Vorschläge gemacht wurden, sodass eine Gesamtbeurteilung heute nicht möglich war. Und demzufolge habe ich auch gegenüber niemandem mich an einer Gesamtbeurteilung beteiligt, weil ich all diese Papiere nicht kenne und mich dann auch auf die Bewertung des deutschen Finanzministers ein Stück weit verlassen werde. Aber da wird im Augenblick noch dran gearbeitet. Ob das gelingt, kann ich heute nicht sagen. Aber der politische Wille der anwesenden Staats- und Regierungschefs, auch mit Blick auf Griechenland, war heute eindeutig. Zweitens, was die Flüchtlinge anbelangt, so ist die Frage, ob eine Verteilung freiwillig oder nicht freiwillig erfolgt, natürlich schon eine sehr sensible Sache. Die gute Nachricht ist, dass alle sich heute dem Thema oder auch der Zielsetzung verpflichtet gefühlt haben, den 60.000 Menschen zu helfen. Ich finde, das ist erstmal eine positive Botschaft. Zweitens ist aber dann im Blick auch auf die Vorschläge der Kommission eben noch mal diskutiert worden, wie soll das gehen? Und da gibt es eben den festen Wunsch vieler Mitgliedstaaten, dass ihre speziellen Situationen beachtet werden sollten. Und man muss auch sehen, dass es einige Mitgliedstaaten gibt, die halt sehr überdurchschnittlich betroffen sind. Das sind nicht nur Italien und Griechenland, sondern das ist zum Beispiel Ungarn im Augenblick, was in den ersten Monaten dieses Jahres die absolut meisten Flüchtlinge pro Einwohner zu verzeichnen hat. Das sind dann aber auch sehr schnell Länder, also auch Deutschland hat einen sehr hohen Anteil an den Flüchtlingen in diesem Jahr. Und trotzdem sind wir, das ist ja bekannt, eher einer Quotenregelung zugeneigt, als andere Länder das sind.